Servus, Sauerte Knapp und Ei Gude, der Stefan hier. Eine dramatische Woche liegt hinter mir. Gott sei Dank mit Happy End. Was passiert ist, erzähle ich euch gleich. Dann haben wir Neues aus Pattaya und Nippelalarm auf der Beach Road. Was war da los? Ich erzähle es euch gleich. Also seid gespannt. Es geht los. So, um hier die Irritationen, die in den letzten Tagen entstanden sind, aufzuklären. Mir geht's gut. Mir ging's auch nie schlecht. Schlecht ging's einem Freund von mir, der hier ins Krankenhaus gekommen ist. Seine Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, er muss ins Krankenhaus und er weigert sich mit Händen und Füßen und wird richtig böse, wenn sie darauf anspricht, ob ich nicht mal mit ihm reden kann und mit ihm und ihr helfen kann. Und dann haben wir ihn ins Krankenhaus gebracht und es war wirklich in letzter Sekunde. Und mich hat das Ganze emotional auch so ein bisschen mitgenommen, wenn du dann eine Person siehst, die du eigentlich im blühenden Leben kennst und die ist auf einmal verkabelt und hat Schläuche in allen Körperöffnungen. Das zieht einen schon ganz schön runter. Ich habe euch den Bericht über das Krankenhaus deshalb gezeigt, um euch für das Thema Krankenversicherung oder Vorsorge zu sensibilisieren. Ich habe euch den Kostenvoranschlag gezeigt. Jetzt habe ich die Rechnung gesehen für die ersten 3 Tage. Das sind 180.000 Baht, 3 Tage auf der Intensivstation. Mein Freund ist inzwischen von der Intensivstation runter und er ist auf dem Weg der Besserung. Und ich gehe mal davon aus, dass er in den nächsten 3-4 Tagen auch aus dem Krankenhaus entlassen wird. Nur wichtig ist halt, wenn ihr hier seid, wenn ihr hier in Urlaub seid, ihr braucht eine Auslandskrankenversicherung für solche Fälle. Die kostet in Deutschland wenig Geld. Da seid ihr mit 10 Mark im Jahr, nein, Mark gibt es ja nicht mehr, mit 10 Euro im Jahr dabei, zumindest war es bei mir so. Wenn ihr auswandert, wenn ihr hier lebt, besorgt euch eine Krankenversicherung. Und wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr ein entsprechend dickes Bankkonto, die für solche Krankheitsfälle die Kosten abdecken können. Und jetzt zu einem angenehmeren Thema. Ich bin die letzten Tage durch Pattaya gestreift und an Soho Town vorbeigekommen. War bisher ein dunkles Loch. Die Chinesen sind zurück und Soho Town ist der chinesische Foodmarkt. Da herrscht wieder Leben. Wie es dort aussieht, seht ihr jetzt. Einige fragen sich jetzt, was hat Soho mit China zu tun? Soho kennt man aus Edgar Wallace Krimis und aus London. Soho hat mit China insofern zu tun, dass das Ganze aus Hongkong kommt. Hongkong ist ja auch China oder ein Teil von China. Oder in Hongkong gibt es eine Straße, die heißt Hollywood Road. Und südlich dieser Hollywood Road ist ein Viertel mit Bars, mit Restaurants, mit Künstlergalerien. Und den ganzen Bereich nennt man South of Hollywood Road oder abgekürzt Soho. Da kommt der Name her. Und wenn ihr mal eine Woche Urlaub habt und das Geld habt und ihr wisst nicht, wo ihr hin sollt, fliegt nach Hongkong. Eines der spannendsten, interessantesten und aufregendsten Städte, die ich kenne. Ein richtig kleiner Kontinent für sich. Und dann habe ich eine Zuschaueranfrage bekommen,
oder ein Kommentar zum Video, schade, dass du, das war das Video über die Naklua Road, schade, dass du nicht in die Soi 18 rein bist, da habe ich lange Zeit zugebracht. Den Wunsch erfülle ich jetzt, da bin ich mal reingegangen. Schaut hier. Die Soi Wongamat heißt Soi Wongamat, weil die Soi zum Wongamat Beach geht. Wongamat, das ist der Strandabschnitt oberhalb des Hauptstrandes von Pattaya. Hier der Blick nach rechts, ein langer feinsandiger Strand. Und links heraus hat man den felsigen Teil des Strandes, auch ein sehr schöner Strandabschnitt, vor allen Dingen sehr fotogen. Wer gerne fotografiert, findet dort schöne Felsformationen. Offiziell heißt die Soi natürlich Soi 18, Naklua Soi 18. Hier am Bong Café geht es von der Naklua Road links ab in die Soi. Die Seidenstraße an sich ist eigentlich recht unspektakulär. Es gibt Massageläden, es gibt einige Bars und es gibt vor allen Dingen das Klein Heidelberg, ein Hotel, ein kleines Hotel und ein Restaurant. Massagepreise entsprechen hier dem Durchschnitt von Pattaya, also nichts Außergewöhnliches. Nette Mädchen, Thai-Massage 200 Baht, Ölmassage 300 Baht. Ja, die Hauptattraktion in dieser Straße, das Klein Heidelberg und dieses Barcenter. In der vorderen Bar wird sogar noch Personal gesucht. Weiter hinten sieht es dann schon etwas dramatischer aus. Wer nicht weiß, wohin mit seinem Geld, der kann sich hier eine Bar mieten. Die Erfolgsaussichten sind eher gering und auch die TJ Bar, für die vielleicht einige starke Erinnerungen haben, existiert nicht mehr und ist zu vermieten. Survive of the Fittest, auch das Klein Heidelberg hat sich den zwei starken Touristentruppen, Chinesen und Russen, angepasst. Und hier gibt es noch Gerichte, die in Deutschland schon längst verboten sind und auf dem Index stehen. Zigeunerschnitzel.
Im kleinen Heidelberg hätte ich auch gern noch mein Essen eingenommen und ein Video drüber gemacht. Ist aufgeschoben, wird irgendwann kommen. Als ich da war, und das war nachmittags, war kein Verantwortlicher vor Ort. Und ungefragt will ich natürlich darüber gar nicht berichten. Also abwarten, irgendwann kommt's noch. Und dann war Nippelalarm auf der Beach Road. Was ist passiert? Samstag, 23., also gestern, zwei Paraden auf einmal oder zwei Paraden an einem Tag. Die eine sollte starten um 15 Uhr und die andere um 17 Uhr. Die erste Parade hat schon mal anderthalb Stunden Verspätung gehabt, so dass es dann fast ohne Zeitverzögerung zwei Paraden am Stück gab. Das erste ist die Pattaya Pride Parade. Und die zweite Parade heißt Exciting Pattaya oder Spannendes Pattaya. Eine Parade, auf der sich Unternehmen vorstellen, Sportvereine oder sonstige Gemeinschaften. Also schaut selbst, es geht los. Wer am späten Nachmittag im Terminal 21 unterwegs war, am Samstag, dem 23., der konnte sich schon mal vorfreuen auf das, was ihn später auf der Straße erwartet. Zwei Umzüge waren angekündigt. Zunächst der Pattaya Pride Umzug, bunter und schöner als und aufwendiger vor allen Dingen als der in Chongqing einige Wochen zuvor. Und im Anschluss daran Exciting Pattaya. Unternehmen, Attraktionen, Vereine stellen sich hier vor.
Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Wer hat's gesagt? Viel Spaß beim Raten, schreibt die Auflösung gerne in die Kommentare rein. Ja, das war's tatsächlich für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tut Gutes, habt Spaß, genießt euer Leben. Manchmal ist es kürzer, als man glaubt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.